Ja, hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deathfire. Ja, ich musste die letzte Aufnahmesession einfach abbrechen, weil wir so weit überzogen hatten und ich einfach keinen Festplattenspeicher mehr zum Aufnehmen hatte. Ja, wir waren über 2 Stunden mit der letzten Aufnahmesession, deswegen wird die heutige auch nur 1 Stunde. Wir setzen aber genau da an, wo ich die letzte Folge beendet habe. Mit verwertbarem Material. Also, die Vernichtung von Koopa durch die Tengador ist die größte Prüfung, die die Götter uns auferlegen, sage ich. Wir müssen leben, um die Welt zu verdienen, die sie für uns schaffen. Und Ikana stützt das Kinn auf die Faust und überlegt. Und ja. Kurz nochmal abschweifen, bevor wir weitermachen. In der letzten Aufnahmesession haben wir endlich Eotas im aschgrauen Rachen erreicht. Dann ist der Vulkan ausgebrochen, Eotas hat uns gerettet, alles ist scheiße geworden. Wir haben den Teil unserer Seele zurückgekriegt, den wir verloren haben. Ja, für mich ist das jetzt alles 1 Woche her. Für euch wird das die, ja, gestern gewesen sein, dass ihr das noch gesehen habt. Hoffe ich mal. Gut. Oder je nachdem, wann ihr guckt, war es auch vor 5 Minuten. Ja, also gut, machen wir weiter. Jetzt mal endlich. Die versammelten Anführer wenden ihre Aufmerksamkeit voneinander ab. Es ist ein langes und gedankenvolles Schwe es, es setzt ein langes und gedankenvolles Schweigen ein. Endlich fühlst du dich wieder vollständig anwesend und sicher auf den Füßen. Abrupt wenden sich die Aufmerksamkeit aller im Raum dir zu. Die schweigende Leere füllt sich mit erwartungsvollem Flüstern. Mir geht es gut, nicht dass sich irgendjemand danach erkundigt hätte. Warum sind denn alle hier? Mein Kopf sagt nichts. Warum sind denn alle hier? You're awake. Welcome back, Watcher. Your arrival in the wake of the eruption at Margrin's Teeth was alarming. Ah, du bist wach. Willkommen zurück, Wächter. Deine Ankunft unmittelbar nach dem Vulkanausbruch in Markrads 10 war alarmierend. You shared a great deal while you were asleep. We aren't sure what to make of it. Du warst ziemlich mitteilsam, während du geschlafen hast. Wir hatten keine Ahnung, was das alles zu bedeuten hatte. It seems you've been talking in your sleep about Aethys' plan to destroy the wheel. Our friends here are understandably concerned. Anscheinend hast du im Schlaf gesprochen. Du hast etwas von Eotas Plan erwähnt, das Rad zu zerstören. Unter den Umständen sind unsere Freunde hier verständlicherweise äußerst besorgt. Linkisch blickt er sich unter den versammelten Anführern um. Join our talks, I say. Rational discussion will gust away the ominous smoke rising from Ashen Maw. Schließe dich doch unsere Unterhaltung an, schlage ich vor. Eine vernünftige Unterhaltung wird den üblen Rauch schon vertreiben, der aus dem aschgrauen Rachen aufsteigt. Und der Kanamasa macht eine Handbewegung in deine Richtung, die Handfläche nach oben gerichtet. The dead fire is no stranger to cataclysm. We can survive by cleaving to a shared purpose, a greater good, Akira. Im Todesfeuer sind Katastrophen nichts Neues. Wir können überleben, solange wir auf ein gemeinsames Ziel arbeiten. Auf das übergeordnete Wohl. Ikewa. Sie betrachtet einen der Gestandenen nach dem anderen. For what else did the gods place us here? We who have ships and resources enough to make a difference. Wofür sonst haben die Götter uns denn hierher gebracht? Wir verfügen über genügend Schiffe und Ressourcen, um etwas auszurichten. Castor blickt sich im Saal um, während er die versammelten Parteien betrachtet, wandern seine Augenbrauen mehr und mehr in die Höhe. What we need is brass. Rawatai has ships and cannons aplenty, but the only way I'm sending them is if... Was wir brauchen ist Kohle. Rawatai verfügt über ausreichend Schiffe und Kanonen. Ausschicken werde ich die jedoch nur dann, wenn der Kleinleiter mit Gewalt aus der aufgerissenen Tür unterbricht sie. Aus der Eingangshalle dringen die Geräusche des Tumults. Alle drehen sich nach dem Lärm um. Ihre Hand greift nach ihrer Pistole. Schritte kommen immer näher, werden immer lauter. Ein Kurier stürzt in den Thronsaal. Er ist völlig außer Atem und Schweiß glänzt auf seiner Haut. Sein Mund öffnet und schließt sich wie der eines Fisches, der nach Luft schnappt. Ships have formed the blockade around Queen's Birth. Their commander demands parley with Serpent's Crown. Schiffe haben eine Blockade um den Ankerplatz der Königin herum errichtet. Der Kommandant der Schiffe verlangt eine Unterredung mit der Schlangenkrone. What? But what about our ships? I must get a message through to the captains.
Was, aber ich... Was ist denn mit unseren eigenen Schiffen? Ich muss eine Nachricht an die Kapitäne senden. For what do our enemies paint a target on their hull? This is a stirring bid for my attention. Weshalb bitte malen unsere Feinde sich denn eine Zielscheibe auf den Schiffsrumpf? Dieser Aufruhr hat nur ein Ziel, meine Aufmerksamkeit zu wecken. Und Ikasa kneift die Augen zusammen und schaut durch die offene Türe. Send word to my water shapers to drain the sea around the flagship. I would parley on better terms than this. Übermittle meinen Wasserformen den Befehl, das Meer rund um das Flaggschiff trocken zu legen. Verhandlungen führe ich gerne, wenn die Dinge für mich günstiger stehen. Und Ikasa will sich erheben, doch der Kurier spricht, bevor sie etwas sagen kann. My queen, they fly the colors of pirates. The Principi are... Meine Königin, ihre Flagge zeigt die Farben der Piraten. Die Principi sind... Well, what have we here? Sieh mal einer an, was haben wir denn da? Ach, Eldis kommt. Hätte ich mir fast denken können. Hätte aber auch Dings sein können. Ach, wie heißt er denn jetzt nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. Castrol war der von den Valianern. Ich habe seinen Namen echt vergessen. Die zusammengewürfelte Seeleute, die Wachen der Huana nicht mit gezogenen Wachen in Schach halten, betrachten höchst fasziniert die üppige Einrichtung. Einer der Piraten lässt sich aus der Gruppe und tritt kühn vor. Forgive me, lovesome. But it looks like you're having a party. A rather fine one to which you didn't invite me. Ach ja, Forante hieß er. Genau, ich hätte gedacht, dass es vielleicht Forante ist, aber da wir wahrscheinlich eher Eldis geholfen haben als Forante, kommt sie. Vergib mir, Liebchen, aber es sieht ganz noch aus, als würdest du eine Party feiern, sogar eine richtig tolle Party, zu der du mich nicht eingeladen hast. Sie zwinkert übermütig, dann spannt sie den Hahn der Pistole hoch über ihren Kopf. Ihr Solennett glitzert im Licht. You painted vagrants are a plague on my tribes. Why should I not hang you from the walls of my garden? Ihr angemalten Vagabunden seid eine Plage für meine Stämme. Nimm mir einen Grund, warum ich dich nicht am Zaun meines Gartens aufknüpfen sollte. Und Ikasa schließt ihre Hände so fest um die Armstützen des Throns, als wollte sie aufspringen und angreifen. Du sollst dich lieber fragen, wie du überhaupt in diese Situation kommen konntest. Sie wirft einen bösen Blick in Richtung des Throns. Oh, I do love when they squabble. But I'm here for neither pleasantries nor entertainment. Oh, ich liebe es, wenn sie sich miteinander streiten, aber ich bin weder für Höflichkeiten, für höfliche Floskeln gekommen, noch für Unterhaltung. We've bigger fish to fry. Or should I say gods? Es gibt wichtigere Dinge, mit denen wir uns befassen müssen, oder sollte ich statt Dinge lieber Götter sagen? Eine sehr entschlossen wirkende Wache nähert sich vom Rand des Thronsaals immer weiter Eldis. Ohne auch nur hinzusehen, schwenkt die Kapitänin der Prinzipi ihre Pistole herum. Nun zeigt sie direkt auf seine Brust. Now everyone just calm down. I promise we won't fire on you at this time. Unless firstly provoked. That is, until whence we've safely absconded from the city back to the high seas. Jetzt beruhigt euch mal alle wieder. Ich verspreche, wir werden nicht auf euch schießen, heute nicht. Wenigstens nicht, solange man uns nicht provoziert und nicht, bis wir die Stadt sicher verlassen haben und wieder auf hoher See sind. Sie unterstreicht ihren Großmut mit einem Lächeln. Then all bets are off again. I? Dann ist jetzt also wieder alles möglich, richtig? Yes, well, if you have a point, Pirate, I suggest you reach it quickly. Selbstverständlich, selbstverständlich. Nun, wenn du auf etwas Bestimmtes hinaus willst, Pirat, schlage ich vor, du spuckst es aus und zwar schnell. Wir sollen uns auf das Wort von ein paar Piraten verlassen. Sie verschränkt die Arme. Ihre hölzerne Hand gibt dabei ein Knarren von sich. Wie recht du hast. Allerdings, mit zusammengekniffenen Augen sieht sie sich im Raum um. Ihr Blick verrät mehr als nur ein wenig Blutdurst. Ich bin hier, weil ich Fragen habe, die nicht warten können. And the lovesome watchers, the only one likely to answer them nicely. Ich bin hier, weil ich Fragen habe, und zwar solche, die keinen Aufschub dulden. Und der nette Wächter ist derjenige, der sie mir am besten sehr artig beantworten kann. Ja, wenn wir Kaiser erreichen wollen, brauchen wir jedes Schiff, das uns zur Verfügung stellt. Wir alle müssen uns auf das Unvermeidliche vorbereiten. Iotas wird auch dann gewinnen, wenn wir alle zusammenarbeiten. Angesichts solcher Freunde ist unsere Sache von Anfang an dem Untergang geweiht. Ich würde gerne mal den Sarkasmus aussprechen, aber ich lasse es mal lieber.
Ja, arbeiten wir doch alle freundlich zusammen. Ukaizo? What's the lost city of gold got to do with a god on a rampage? Ukaizo, was hat denn diese verlorene Stadt des Goldes mit einem durchgedrehten Gott auf dem Kriegspfad zu tun? Sie schiebt sich den Hut mit dem Pistolenlauf zurück und betrachtet dich neugierig. Das ist das Ziel, zu dem Eotas unterwegs ist, um den Zyklus der Inkarnation zu unterbrechen. Während ihr euch kleinlich über irgendwelche Rechte am Land streitet, steht Eotas kurz davor, Leben und Tod gleichermaßen zu zerstören. Es gibt keine zweite oder gar dritte Chance. Möglicherweise ist dies das letzte Leben, das wir jemals leben werden. Sind wir mal so direkt und nehmen die zwei. Well, fuck, if that doesn't put things into perspective. Da soll mich doch einer, na wenn das die Dinge nicht gründlich relativiert. But what's that even mean in the long run? Folks who die won't be coming back again. Aber was bedeutet das denn überhaupt langfristig betrachtet? Ich meine, heißt es, dass die Leute, die gestorben sind, kommen nie wieder zurück? Ihre Seelen werden für immer im Zwischenreich gefangen sein. Anfangs vielleicht nicht, aber irgendwann wird es Eotas doch auch aufgeben, dass es dann immer weniger Leben auf Erden gibt. Du kannst nicht einfach viel zu spät hier eintreffen und dann erwarten, dass ich dir alles erkläre, was bereits gewesen ist. Das ist möglich, ich weiß es nicht, aber sowas kommt schließlich nicht gerade häufig vor. This is all dark and foreboding sounding. But what's it mean for my soul? Das klingt ja alles schrecklich düster und unheilvoll, aber was bedeutet es denn jetzt konkret für meine Seele? I mean, I like the idea of pirating throughout the great beyond as much as the next gal. But if, say, I got no awareness after I die, does it even matter what happens? Ich meine, der Gedanke, im großen Jenseits auf Raubzug zu gehen, begeistert mich ebenso wie jede andere Piratin. Aber wenn mit dem Tod auch mein gesamtes Bewusstsein zu existieren aufhört, kommt es dann überhaupt noch darauf an, was passiert? Ach, of course you have no interest past that of your eyes and your stomach. Natürlich, dein Interesse reicht ja über deine eigenen Augen und deinen Magen nicht hinaus. Let us speak now of what can be done. Must be done. Watcher, you know best of all of us what our options are. Lass uns jetzt darüber sprechen, was wir tun können, was wir tun müssen. Wächter, du weißt am besten von allen, welche Möglichkeiten wir haben. Unsere einzige Hoffnung ist, vernünftig mit ihm zu reden. Nicht einmal alle Kanonen auf Viora zusammen könnten Eotas aufhalten. Es werden sich uns weitere Antworten erschließen, sobald wir erst einmal auf Ukaizo gelandet sind. The Huana made compacts with the gods on Lost Ukaizo. Anything can happen on the shores of our ancestors. Die Huana haben den Göttern Abkommen über das verlorene Ukaizo abgeschlossen. Mit den Göttern. An den Gestanden unserer Vorfahren kann so gut wie alles geschehen. Onikaza nickt. I say it is a place where mortals can reach beyond themselves. Do freely what animancers struggle to dream. Ich sage euch, es ist ein Ort, an dem Sterbliche über sich hinauswachsen können und frei sind. Das zu tun, wovon Beseeler nicht einmal zu träumen wagen. We have to act quickly. Defending Ukaizo is the highest priority. Wir müssen rasch handeln und Ukaizo verteidigen, das hat oberste Priorität. Ihr Blick ist nachdenklich und zeugt von höchster Aufmerksamkeit. Es vertieft die Falten in ihrem Gesicht. Mit den Fingern der hölzernen Hand kratzt sie sich an der Wange. Our ships are fast and well equipped. We could sail to the edge of Andra's Mortar. See if Aethys' passage opens a way through the storms. Unsere Schiffe sind schnell und gut ausgestattet. Wir können an den Rand von Andras Mörser segeln und erforschen, ob Eotas Passage uns einen Weg durch die Stürme geöffnet hat. Mit verengten Augen beobachtet sie die anderen. Of course, finding Ukaizo once we're through is another matter. Eine ganz andere Angelegenheit ist es natürlich, ob und wie wir Ukaizo finden können, wenn wir hier fertig sind. Ich kann Eotas spüren, er ist in Andras Mörser. Meine Seele in ihm ruft nach mir. Solange du es schaffst, mich durch Andras Mörser zu bringen, kann ich dir den Weg nach Ukaizo zeigen. Du wirst Ukaizo finden. Nachdem Eotas auf dem Weg dorthin ist, bin ich der beste Kompass für dich. Ich werde dich direkt nach Ukaizo finden. Viel Glück dabei, ihn ohne mich zu finden. Ich kenne mich nur einmal aus, was sein Verhalten betrifft. Ja, zynisch. Also die zwei. Ach, tatsächlich, dann bist du vielleicht sogar in der Lage, uns zu retten, Hagrim. Sie kratzt sich am Kinn, ihre Augen funkeln begierig. Wir sprechen von kollektiv für Andras Mortar. Aber diese Krone wird nicht
Any plan that involves a single outsider ship landing on the shores of Ukaizo. Ernsthaft? Wir sprechen davon, gemeinsam zu Sondras Mörser zu segeln, aber die Krone wird keinen Plan unterstützen, der dazu führt, dass auch nur ein einziges Schiff der Fremden an den Ufern von Ukaizo landet. Kamatene Kasa zu ihrer Erklärung angesetzt, herrscht auf einmal absolutes Schweigen im Raum. It is for this moment that the gods test me. Anyone who seeks to cross Andra's mortar will learn that the gates of Ukaizo are the end of compromise with the Huana. Die Prüfung der Götter zielt auf genau diesen Augenblick ab. Jeder, der Andras Mörser durchqueren will, wird erfahren, dass die Tore von Ukaizo das Ende der Kompromisse mit den Huana bedeuten. Ja.